Er ist auch nicht gerade freundlich gesinnt. Danke für die Warnung. Ich muss weiter. Nur zu. Okay. Oh, mit Captain Nate können wir auch noch... Captain Nate lenkt den Ork-Häuptling ab. Und das macht er sehr überzeugend. Tschalalalala. Aber helfen kann er mir wohl nicht. Gut. Mal schauen, was uns der Händler noch so zu bieten hat. Ich meine, wir haben immer noch einen Wunsch frei. Schade. Das ist ein gebogener Draht. Vielleicht eine Art Vogelscheuche. Mhm. Du bist ein Gnom und deine Leute, die können natürlich Sachen entwickeln, ne? Ich habe den Zauberstein am einen Ende des Fadens. Oder? Nein, geht nicht. Okay. Aber die Idee war gar nicht mal so schlecht, würde ich mal sagen. Das ist ein bemalter Holzstamm. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Kästchen. Vielleicht ging es darum beim ersten Wettkampf. Man sollte Holzstämme hübsch anmalen. Das Kästchen. Die Packung zeigt einen Einbrecher, der K.O. mit verdrehten Augen auf dem Boden liegt und sabbert. Und was steht hier? Das Do-It-Yourself-Bannkreis-Set schützt alles, was ihnen lieb ist. Enthält Kreide, eine bunte Anleitung sowie die Bestandteile der Notfallkopfabschirmung. Hier sind eine Bauanleitung und zusammengefaltete Mithrilfolie, aber keine Kreide. Ja, dann machen wir uns doch mal die Dinge, oder? Diese Kopfabdeckung. Hier steht, wie das System funktioniert. Wurde der Kreis korrekt auf den Boden gemalt und wurden alle Zauberformeln gesprochen, so ist der Schutz aktiv. Versucht nun jemand, den Kreis zu betreten, ohne an das zuvor gewählte Passwort zu denken, trifft ihn der böse Blick aus dem Himmel. Er wird die Gedanken des Diebs verwirren und Kontrolle über seine Handlungen übernehmen. Das System ist narrensicher. Wer nicht an das Passwort denkt, wird vom bösen Blick getroffen und ausgeschaltet. Okay, und was ist mit der Mithrilfolie? Das ist zusammengefaltete Mithrilfolie. Opa sagt, früher war das mal sehr wertvoll. Aber nachdem die großen Vorkommen im Süden gefunden wurden, packt man darin nur noch Butterbrote ein. Aha, okay. Die Socken. Vielleicht können wir damit was machen. Einmal im Kreis ist er gelaufen? Ja. Stinke Socken. Die fasse ich nicht an. Komm schon. Okay, kann nichts damit machen. Und die Termiten? Vielleicht können die noch irgendwas sagen. Seltsam. Wer diesen Erdhügel wohl gebaut hat? Vielleicht so etwas wie ein Murmeltier? Murmeltier? Diese elenden Säugetiere wären dazu überhaupt nicht in der Lage. Ein Erdhügel, der sprechen kann? Noch einer von den ganz Schlauen. Wir sind Termiten, du Nulpe. Ich bin ein Gnom. Nulpen haben runde Ohren und sind etwas größer als Gnome. Geh uns aus der Sonne, Warmblüter. Hey, seid mal nicht so unfreundlich. Ich weiß nicht, was Termiten sind. Aber sie sind nicht sehr nett. Ich lasse sie lieber in Ruhe. Vielleicht können sie spucken. Okay. Ich weiß nicht, gut, ich lasse... können wir noch rausgehen? Ja. Ich weiß nicht, was Termiten sind. Ich lasse sie... Ja, wir können... Na, schade. Erst einmal muss ich das Artefakt zurückholen. Und Captain Nate kann ich auch nicht zurücklassen. Okay. Gut, dann probieren wir mal mit dem Zeug, was wir haben. Aber können wir noch irgendeine Lanze oder sowas mitnehmen? Nee, aber irgendwas müssen wir doch mit dem Draht machen können hier. Ja, jetzt kann man es komischerweise hochwerfen. Hä? Muss man nicht verstehen. Mit dem Stein als Gewicht könnte es funktionieren. Ja, genau. Er scheint auch Metall anzuziehen. Damit können wir vielleicht die Schachtel anziehen. Okay, jetzt haben wir den Stein und den Draht nicht mehr. Und die Wolle nicht mehr. Ja, wir haben den Draht. Genau, vielleicht können wir damit den Stein rüberholen. Müsste ich mal rein in diesen Bannkreis. Da ist das Kästchen. So nah und doch unerreichbar. Ich kann den Bannkreis nicht betreten, sonst geschehen Dinge. Mit der Butterbrotfolie können wir doch den Spiegel zuhängen, weil es kommt doch was Böses von oben, vom Himmel. Ja, aber guck mal, wir können den... Ah, hier, baue bösen Blickschutz. Oder ich so, biege den Draht so, wie das Gestell in der Anleitung aussieht. Jetzt noch die Mithrilfolie darüber. Fertig. Oder so? Na, da haben wir den Kopfschutz.
Also gut. Ja, easy going, würde ich mal sagen. Oder halt so. Es funktioniert. Nun, ja. Jetzt sind wir gefangen. Ich muss zufällig an das richtige Passwort gedacht haben. Gedacht habe ich Naja, was man halt so denkt, wenn man stolpert. Test doch ein paar Mal. Funktioniert wirklich. Gut, okay. Und so einfach war das. Wenn ich die Kiste nehme und damit aus dem Zelt spaziere, würde der Häuptling es bemerken. Ich kann sie schließlich schlecht in die Hosentasche stecken. Und wie kann er alles in die Hosentasche stecken, bis auf die Kiste, richtig, gell? Es wäre toll, wenn man alle Sachen ja, einfach in seinen Taschen mit sich herumschleppen könnte. Aber das geht selbstverständlich nicht. Er hat schon viel schwerere Sachen wenn getragen. Wenn ich die Kiste nehme, ich kann sie Ja, super, ich kann die Kiste nicht winnen. Das Spiel will uns wohl verarschen, echt? Hast du was mitgehen lassen? Vielleicht die Kiste, die ich bei dir gefunden habe? Nein. Also gut. Wie nehmen wir jetzt die Kiste mit? Wir reden mal mit. Ich lasse die beiden lieber in Ruhe feiern. Ich habe zu arbeiten. Vielleicht können wir die irgendwie wegzaubern, kleiner zaubern, was ich, irgendwie sowas. Okay, vielleicht musst du auch uns einfach nur mal der Häuptling einmal das sagen. Ah, nee, wir reden nur mit dem Termitenhügel. Vielleicht können die Kiste mitnehmen. Vielleicht können die Termiten mir mit dem Kästchen helfen. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Entschuldigung? Der Zweibeiner ist zurück, der kleinere von beiden. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich eine kleine Truhe aus dem Zelt des Ork-Häuptlings holen kann, ohne dass er etwas davon bemerkt? Wir sind Termiten. Natürlich haben wir eine Idee. Hunderte. Aber warum sollten wir etwas wie dir helfen? Naja, es geht um das Artefakt des Schicksals. Das Artefakt, was alle Wünsche erfüllt? Genau. Wer es in die Finger bekommt, wird praktisch unbegrenzte Macht haben. Das müssen wir verhindern. Unbegrenzte Macht? Auch wenn man keine Finger hat? Jetzt wollen trotzdem, die das. Schätze ich. In Ordnung. Wir sind dabei. Bring uns zur Truhe. Wir kümmern uns um den Rest. Ich glaube, die sind doch ganz nett. Na super. Das haben wir hier nur angestellt. Ja, vielleicht essen die nur die Truhe und das, was drinne ist, können wir behalten. Da ist es schon. Was war das? Irgendwas hat hinten dran geklirrt. Hallo? Ist da wer? Meine Nerven müssen mir einen Streich gespielt haben. Oder ist hier ein unsichtbarer Einbrecher? Das ist die Kiste. Also los! Spiegel ist zerbrochen und da stehen wir hinten dran. Nee, das Spiegel ist nicht zerbrochen. Hä? Aber wir stehen hinten dran. Cool! Hä? Vielleicht war das auch ein Fehler. Kannst du nicht der Kiste mal nachlaufen? Also los! Huhu! Wir sollten aufbrechen, Captain Nate. Was war das im Spiegel? Der? Ja, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft, Herr Ork. Moment, dreh dich mal im Kreis. nichts. Also gut, seht zu, dass ihr wegkommt. Das war mir ein Vergnügen. Wir haben es geschafft! Es gehört uns! Aber... Endlich können wir die Macht ergreifen und uns den Platz erobern, der uns zusteht. Nichts kann uns aufhalten. Uns erwartet eine Welt ohne Säugetiere. Eine Welt... Gehen wir. Du bist gar nicht betrunken? Glaubst du etwa, ich trinke orkischen Feuerwhisky? Außerdem will ich einen klaren Kopf behalten. Wir befinden uns immer noch mitten in den wilden Landen. Na komm, bestimmt mal saß jetzt. Sei doch mal etwas optimistischer. Was soll jetzt noch schiefgehen? Ich hab's gewusst, dieser verdammte wandelnde Bettvorleger. Keine Bewegung. Ich bin ein Magier.
Das hatten wir doch schon, kleiner Mann. Dein Mut ist bemitleidenswert. Aber von dir habe ich nichts anderes erwartet. Aber du! Ich hätte geglaubt, dass du deine Freunde im Stich lässt. Zumindest hätte ich mir dann dieses Gefasel nicht anhören müssen. Schauen wir mal, ob du immer noch einen flotten Spruch auf den Lippen hast, wenn du vor Mutter stehst. Nein! Zu freundlich von euch. Legt sie in Ketten! Super. Ganz super. Kapitel 5, die wilden Lande, noch einmal. Damit sind wir jetzt wahrscheinlich am Ende bald angekommen. Wir müssen was tun, Captain Nate! Was denn? Es ist zu spät! Mutter, du hast nach dem Artefakt des Schicksals verlangt und ich habe es dir gebracht! Wahrscheinlich ist es gar nicht drin. Das wär's. Na, richtig. Was? Psst! Später! Los, berührt beide das Amulett! Bis gleich! Allein ich frage mich, warum sollte ich dir die Macht zu Füßen legen? Teufel! Wow! Da seid ihr ja endlich! Ivo! Dürfte ich erfahren, was das war? Mein zukünftiges Ich hat seine Mission erfüllt und euch beiden hierher zurückgeholt. Zurück? Ich bin mit MacGuffin und dem Vieh aus dem Turm des Bösen entflohen. Ganz in der Nähe trafen wir auf eine Streitmacht der Allianz unter Führung des Erzmagiers. Des echten Erzmagiers. Aber... Er kannte dich nicht und wusste nichts vom Artefakt. Aber er hat schnell geschaltet, nachdem sein alter Freund MacGuffin die Sache erklärt hatte. Ihm war klar, dass keine Streitmacht rechtzeitig hier wäre, um euch zu helfen. Also hat er mir das hier gegeben. Modeschmuck? Das ist das legendäre Telarion. Der große Bruder von Wilbors Amulett, könnte man sagen. Es teleportiert einen nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Du meinst... Runter! Ich besitze das komplette Kriegerset der Macht. Nun öffne endlich das Tor. Du bist wahrhaft gut ausgerüstet, kleiner Mensch. Deine Ausrüstung könnte deinen Mangel an Talent, Fähigkeit und Kompetenz ausgleichen. Danke. Die meisten würden das nicht als Kompliment begreifen. Ich will nur ins Lager, diesen albernen Wettkampf gewinnen und Webur befreien. In dir steckt nur wenig Stolz, Mensch. Aber vielleicht etwas Mut. Oder ist es Dummheit? Tritt ein! Hoffentlich honoriert Webur wenigstens, was ich hier mache. Und sobald ich ihn befreit habe, müssen wir uns auch noch um Ivo und das Vieh kümmern. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sehe ich gut aus. Und ich bin ziemlich tapfer, oder? Wir fangen Nate und mich also ab, nachdem er den Wettkampf gewonnen hat, und fliehen, bevor uns die Schattenarmee gefangen nimmt? Nein, ich habe einen anderen Plan. Und der funktioniert mit dem hier. Lege es in die Truhe des Artefakts und bringe das echte Artefakt hierher. Aber pass auf, dass du dich nicht dabei erwischst. Ich organisiere in der Zwischenzeit eine Transportmöglichkeit für uns. Nate, du musst dafür sorgen, dass dein anderes Ich den Wettkampf gewinnt. Warum das denn? Ich bin beim ersten Mal wunderbar alleine zurechtgekommen. Wie du meinst, aber dann behalte dich zumindest im Auge. Hier, zieh das an. Wir treffen uns hier wieder. Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis die Schattenarmee eintrifft. Los geht's! Wir haben ihn gerade gesehen, im Spiegel. Scheinlich. Richtig. Das und erklärt einiges. Wir sind der Schattenmann. Ach so, und helfen uns gegenseitig. Richtig. Ah, ja. Ist ja klar, ne? Wie bei Harry Potter. Also, magischer Müllhaufen, du hast mir schon so viel Nützliches geschenkt. Wie wär's jetzt mit einer Kiste Gold, ein paar guten Ideen oder... ein Gnom-Heißluftballon? Jetzt müssen wir Warum den nicht? Magischen Stein... Wieso ein Gnom-Heißluftballon? Auch der nützlichste Müllhaufen bringt irgendwann keine Schätze mehr. Was brauchen wir denn das? Vielleicht können wir damit... Ach so, damit... Heda! Mist! Können wir... Bist du das, Kalob? Wie hast du mich erkannt? Nur jemand wie du kann sich so lächerlich verkleiden. Bist du immer noch Spion der Erzhexe?
Wenn es so wäre, würde ich es dir nicht verraten. Ach.